Hi, widmen wir uns heute mal einem Gaming-Thema zu. Allerdings einem völlig unpassenden Gaming-Thema, wenn man mal so darauf hinausgehen möchte. Weil hier habe ich vor mir ein MacBook rumstehen. Das ist, glaube ich, sogar das erste MacBook-Modell, was es überhaupt auf dem Markt gab. Also nicht so direkt das erste, aber die erste Generation mit einem Core Duo-Prozessor. Den habe ich mal auf den Kepu Exe-Kanal, also auf den ehemaligen mal restauriert, so einigermaßen. Er hat jetzt immer ein funktionierendes CD-Laufwerk, eine SSD ist jetzt drin und das Ding läuft mit macOS X 10.6. Da kann man jetzt allerdings sagen, warum hast du so ein altes Betriebssystem und warum hältst du da ein Spiel in der Hand? Das hier ist nämlich SimCity 4 Deluxe Edition. Wenn man hier mal ganz genau schaut, ist hier ein Mac-Symbol abgebildet. Und wenn ihr hier mal guckt, ich habe beide Spiele original, also ich habe nicht explizit die Deluxe Edition, aber ich habe beide Spiele hier, die SimCity 4 Original und SimCity 4 Rush Hour. Das vereint beide, habe ich allerdings nur für PC. Jetzt habe ich allerdings auch eine Mac-Version. Wenn man mal so überlegt, hier stehen die Systemvoraussetzungen und die sagen eindeutig macOS X 10.2 und einen Power-PC. Da könnte man sich allerdings schon fragen, Power-PC? Und dann hast du noch gleichzeitig ein MacBook mit einem Intel-Prozessor drin. Funktioniert das überhaupt? Aus dem Grund habe ich macOS X 10.6 installiert, weil da sollen angeblich noch die PowerPC-Anwendungen funktionieren. Und das möchte ich heute mal ausprobieren. Dafür habe ich dieses MacBook immer noch behalten. Ich wollte es eigentlich mal langsam loswerden, weil es sieht schon unschön aus. Es hat hier abgerissene Kanten. Und ich habe inzwischen ein etwas besseres MacBook da, weshalb ich das hier gerne loswerden wollte, aber für dieses Video wollte ich es noch unbedingt behalten, deshalb legen wir mal los. So, dann legen wir einmal die DVD ein. Moment, das ist Mac, das heißt einschieben. Genau, wir schieben die DVD ein. Das Ding macht Geräusche. So, es ist gerade eine DVD aufgeploppt und hier haben wir SimCity 4 Rush Hour Expansion Pack, obwohl da eindeutig von einer Deluxe Edition spricht. To install, drag the SimCity 4 Deluxe folder to your hard drive. Pour installer, gilet le dossier. Ist auf Französisch. Ziehen Sie zum Installieren in den Ordner SimCity 4 Deluxe auf Ihre Festplatte. Kann man das auf Programme schieben oder soll ich das einfach auf den Desktop ziehen? Komm, wir ziehen es einfach mal auf den Desktop. Vielleicht genügt das ja schon. Weil die Installationsroutinen von Mac, die sind ein bisschen anders als bei Windows. Bei Mac kannst du einfach nur den Ordner irgendwo hinziehen, sei es auf einen Anwendungsordner oder hier auf dem Desktop. So Schreibtisch wird das da genannt. Und dann wird es installiert. Und bei Windows musst du einfach immer installieren. Ist halt so eine völlig andere Welt, aber eine spannende Welt vor allen Dingen. Soeben fertig geworden. Schauen wir mal. Wir haben ja einen SimCity 4 Rush Hour Ordner. Mal schauen, ob das Spiel jetzt damit auch funktioniert. Ich spiele wirklich auf einem Mac. Das erste Mal, so richtig. Und Aspyr, genau. Aspyr ist auch auf der Packung abgebildet und die hatten nichts mit der Windows-Version zu tun. Und zumindest das Intro wird hier vernünftig abgespielt und ich glaube, den Ton hört ihr gerade nur über mein Mikrofon. Ich habe das gerade nicht an den Capture-Gerät angeschlossen oder mein PC. Es ist lange her, dass ich SimCity 4 mal gespielt habe. Ich habe es nicht richtig gespielt. Ich habe auch mal sehr gerne gecheatet. Aber ich habe das wahnsinnig gerne gespielt. Und gerade Rush Hour Expansion Pack, das wollte ich zu gerne haben, weil man da rumfahren kann in der eigenen Stadt. Das wollte ich schon immer gerne mal machen. Eine Stadt aufbauen und einfach nur rumfahren. So, erste Schritte-Tutorial will ich mir nicht unbedingt angucken. Aber ich sehe schon, boah, das Ding ist sehr, sehr ruckelig. Also das Spiel war sowieso schon so ein bisschen gefräßig, was Performance angeht. Aber hier, ja gut, wir haben Intel-Hardware, das Ding ist da emuliert auf jeden Fall. Da können wir auf jeden Fall mal gucken. Wir gucken uns einfach mal irgendeine Stadt an. Wir gucken einfach mal ein bisschen in das Spiel rein und dann schauen wir mal.
Oh, da sind schon Häuser da. Stehende Nachbarschaften umbenennen. Also ein richtiges Vergnügen ist das nicht unbedingt. Und meine Güte, die Meinungsumfragen der Stadt sind aber auch etwas doof. Umwelt doof, Gesundheit doof, Bildung doof, Landwirt doof. Also Verkehr ist fantastisch, da hätte ich sonst gesagt, das ist meine Heimat. Aber Umwelt ist ebenfalls doof, das ist dann nicht meine Heimat, weil da ist so viel Landschaft. So richtig ruckelfrei ist das aber nicht unbedingt. Wenn ich das jetzt hier lang ziehe, wie lang dauert das eigentlich? Ich meine, das Spiel habe ich auch wirklich mal auf einem richtigen Power Mac ausprobiert mit PowerPC-Prozessor. Und selbst da lief das Spiel nicht sonderlich toll, aber gefühlt lief es da besser als hier auf diesem MacBook mit Intel-Prozessor. Hätte ich so gedacht, dass das vielleicht ein klein wenig besser läuft, aber auch nicht sonderlich viel besser. Also man braucht viel, viel Geduld und ich glaube auf meine XP-Kiste, die wohlgemerkt 3 oder 4 Jahre älter ist als dieses MacBook, läuft das deutlich besser, aber da ist auch eine dedizierte Grafikkarte drin. Durchschnittlich und stark bebaute Gebiete benötigen Wasser. Sag bloß. Ja, diese Geringverdiener wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja die Hochverdiener. Nee, die gehobene Mittelschicht wollen wir natürlich haben. Die gehobene Mittelschicht wollen wir da drin haben. Wie wir das erkennen, ne? 3 Simoleons, das bedeutet nicht, dass das Reiche sind, sondern die gehobene Mittelschicht, ne? Ist ja klar. Und ja, das ist auch sowas, was man in SimCity 4 schwer kriegen kann. Mehr monatliche Einnahmen als Ausgaben. Wenn man es natürlich richtig spielen kann, geht das natürlich. No! Oh, das Tutorial hat mir gerade gesagt, dass ich die Geschwindigkeit, also die Spielgeschwindigkeit erhöhen sollte. Das kommt dem Notebook gerade überhaupt nicht gut. Also es ruckelt gerade wirklich sehr, sehr stark. Und das kann ich auch sehr gut sehen, weil ich vor mir den Computer habe und da sehe ich den Capture-Bildschirm. Das ist also nicht die Videoaufnahmesoftware von dem Mac, sonst der würde total kaputt gehen danach. Sondern der captured das von einem anderen Rechner. Ja, du hast das Tutorial abgeschlossen. Jiha! Also kommen erstmal die ganzen Meckereien. Ich möchte mich einfach mal ein bisschen in dieser Stadt umschauen. Also jetzt haben wir einen richtig schönen detaillierten Blick auf die Nachbarschaft und das baut sich alles sehr langsam auf. Vor allem die Autos, die haben auch so Grafikfehler. Also außer so, ich bin überhaupt erstaunt, dass das Spiel überhaupt läuft. Das hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht mit so einer mauen Performance gerechnet, muss ich offen zugeben. Ich hätte gedacht, dass es ein klein wenig besser läuft. Aber ich sehe auch, laut der Voraussetzung möchte es eine dedizierte Grafikkarte haben und die haben wir in diesem MacBook leider Gottes nicht. Da hätte ich mir, glaube ich, ein MacBook Pro kaufen müssen mit dem Betriebssystem und dann hätte das eher funktioniert. Weil ich meine, auf meiner XP-Kiste mit dedizierter Grafikkarte funktioniert das Spiel wesentlich besser. Nicht viel besser, aber wesentlich besser. Wir können einfach mal was probieren. Wir haben hier Grafikoptionen. Wir können die einfach mal alle auf gering stellen. Dass wir die überhaupt einstellen können, ist schon mal ganz gut. Ich dachte, Apple hätte optimierte Software. Nö, hier kann man auch noch Sachen einstellen. Aber Farbqualität auf 16-Bit. Mach mal alles aus hier. Wolken, Nebel brauchen wir nicht. Wellen brauchen wir auch nicht. Menütransparenz nie gebraucht. Farbcursor, Geschwindigkeitsregler brauchen wir auch nicht. Erst beim nächsten Start des Spiels aktiv. Na, dann müssen wir das Spiel neu starten. Spiel neu starten. Und bevor ich das Spiel nochmal starte, will ich nochmal einen Blick auf den Akkustand werfen. Der ist bei 79%. Ich habe schon das Ladegerät vorsichtshalber mal bereitgestellt, aber er hält sich gut, der neue Akku. Aber der Lüfter rennt und rennt und rennt. Meine Güte, der ist mit dem Spiel nicht wirklich zufrieden. Obwohl man das Notebook immer noch super zum Surfen nutzen kann, das muss man mal zugeben. Das geht immer noch ganz gut.
Aber nicht unbedingt zum Zocken von SimCity 4 Deluxe Edition. Da sind, glaube ich, andere Computergerätschaften wesentlich besser geeignet. Moment, sehe ich das gerade richtig? Das ist ein Windows-Cursor! Was macht der Windows-Cursor da? Man denkt, ich habe Windows installiert. Man kann ja wirklich Windows auf der Kiste installieren, aber nein, das ist kein Windows. Haben die einen Windows-Cursor integriert? Ja, okay, das Spiel läuft nicht wesentlich besser. Ja, IT-Klappe. IT-Klappe. Es läuft nicht wesentlich besser. Oh, wenn das Krankenhaus streikt, das erinnert mich gerade an reale Zeiten. Oh wei, oh wei, oh wei, das läuft nicht wesentlich besser. Wie ist es denn eigentlich, wenn wir gerade mal so durch die Gegend brausen? Oh mein Gott, das hätte mir keinen Spaß gemacht. Ich habe sogar schon ein Auto angerammt. Oh nee. Also das Fahren allgemein war da schon nicht toll. Ich glaube, Maxis kann noch keine Rennspiele machen. Aber das geht einfach mal gar nicht. Und mit sehr viel Verzögerung die Hupe. Ja gut, mit der Sirene kann uns nichts passieren. Außer wir knallen einfach gegen die Wand. Nee, das macht keinen Spaß. Ei, 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 das geht nicht. Wir nehmen einfach mal eine komplett freie Landschaft. Vielleicht sogar noch eine mit viel Wasser. Wobei, das hat viel mehr Wasser. Starten wir einfach mal diese Stadt. Ich glaube, die müssen wir dann noch ein bisschen benennen. Und selbst das ruckelt. Das ist unglaublich. Also hier ist eigentlich nicht viel zum Laden. Aber selbst das ruckelt ganz schön ordentlich. Aber ich habe noch was gesehen. Und zwar die Grafikeinstellungen für die Auflösung. Und aktuell ist der Grafikmodus Hardware. Ich weiß nicht, ob das sogar mit Software besser läuft. Weißt du was, wir probieren 800x600 und Grafikmodus Software. Dafür müssen wir allerdings das Spiel wieder neu starten. Oh, ich sehe schon. Ja, das ist die wesentlich kleinere Auflösung. Aber die Performance macht es nicht zwingend besser. Also die Übersichtskarte ruckelt schon ordentlich. Das ruckelt hier schon kräftig. Aber wie schaut es denn jetzt mit der niedrigsten Auflösung, mit den niedrigsten Grafikeinstellungen und bei Softwaremodus eigentlich in der Großstadt aus? Lass uns da mal reingucken. Würdet ihr sagen, dass das besser ist? Ich glaube nicht. Das läuft gleich schlecht. Muss man leider Gottes sagen. Es läuft gleich schlecht. Also der Lüfter ist noch richtig turbulent dabei, den MacBook nochmal richtig runterzukühlen. Was kann ich währenddessen zu meiner Experience sagen? SimCity 4 Deluxe auf diesem MacBook mit Intel-Grafikkarte, also mit der integrierten Grafikeinheit des Prozessors. Läuft gar nicht mal so gut, ne? Aber es läuft. Mensch, das ist so meine erste Erfahrung, dass ich überhaupt mal so ein Spiel, was eigentlich für PowerPC konzipiert wurde, auf so einen Intel-basierten Mac zum Laufen bekommen habe. Ich hatte schon mal eine ältere Spielesammlung gehabt, aber da waren die Spiele schon viel zu alt. Da konnten die nicht mal hier drauf ausgeführt werden. Ich glaube, das war sogar noch was für Motorola-Prozessoren. Und die sind doch ein großes Kaliber älter als die PowerPC-Prozessoren, die Apple mal eingesetzt hat. Aber es lief mal, man kann es drauf spielen. Man braucht allerdings viel, viel Geduld beim Städteaufbau. Und ich glaube, die Geduld hat heutzutage keine Sau mehr. Nicht mal ich habe so eine Geduld.
Aber hey, ich habe es ausgeführt. SimCity 4 Deluxe Edition mit SimCity 4 und SimCity 4 Rush Hour auf dem MacBook mit Intel Core Duo Prozessor. Und ich könnte jetzt theoretisch sogar mal gucken. Ah ja, Enter-Taste geht ja nicht. Wer weiß, ob das Spiel sogar ohne CD laufen würde. Aber nein, der möchte unbedingt eine CD haben. Haben wir das auch mal schnell ausprobiert. Ansonsten, jo, haben wir mal wieder in ein Spiel reingeschaut und haben uns mal angeguckt, wie die Performance denn so ist auf einem MacBook aus dem Jahre 2006. Ein Spiel aus dem Jahr 2003 oder 2004, besser gesagt, auf einem MacBook von 2006 oder 2007, je nachdem. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, euer Kepo. Ciao.